Heute stellen wir euch einen bekannten Hersteller, deutschen Hersteller vor, und zwar Opel. Was viele allerdings noch nicht wissen, ist, dass Opel seit 2018 zu den Franzosen gehört, und zwar zur PSA-Gruppe. Wir haben hier den Opel Astra in der Elegance-Ausstattung stehen und den schauen wir uns heute an. Wie gewohnt starten wir mit ein paar Fakten über das Auto, danach gucken wir uns das Design von außen an. Im nächsten Schritt setzen wir uns dann mal rein. Dann kommt der Fahrtest und zum Schluss gibt es noch ein Fazit von uns. Viel Spaß beim Video. Wir haben den Wagen hier in der Elegance-Ausstattung stehen mit einem 1,2 Liter Motor als Benziner, 130 PS, von 0 auf 100 ist er in 10,5 Sekunden, fährt 199 km/h Spitze bei einer Reichweite von 885 Kilometern und er wiegt 1,3 Tonnen. Der Astra ist 4,30 Meter lang, 1,80 Meter breit und 1,40 Meter hoch. So, nachdem uns Dave die harten Fakten genannt hat, gehen wir jetzt auf das Design des Fahrzeugs ein. Was uns sofort auffällt, ist, dass wir das Fahrzeug in zwei Farben hier stehen haben. Die Primärfarbe ist so ein Silber. Und dann haben wir hier noch ganz viele schwarze Akzente und noch ein paar Chromelemente, was ich persönlich sehr schick finde bei einem Auto. Was sofort auffällt, ist hier einmal diese Flucht, die man auf der Motorhaube hat, die direkt auf das Opel-Logo zeigt, auf das neue in Anführungszeichen, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter, aber auf das Visor-Design. Und zusammen sagt Opel mit den Scheinwerfern, ergibt das so ein kleinen Kompass, so das sieht aus wie ein Kompass und ja, finde ich eigentlich ganz schick, gefällt mir auf jeden Fall wesentlich besser als das ältere Design von Opel, von den älteren Fahrzeugen und ist auch sehr markant auf der Straße wiederzuerkennen, finde ich. Da bin ich ganz deiner Meinung, macht sehr sportlichen Eindruck, auch beim Corsa F, den ich vor 2 Jahren gefahren bin, finde ich, dass man das Design mittlerweile bei den ganzen Fahrzeugen wiedererkennt, auch beim Mokka zum Beispiel. Du hast es gerade schon angeschnitten, die Scheinwerfer sind hier Voll-LED-Scheinwerfer, mittlerweile meiner Meinung nach ein Pflichtfaktor bei Neuwagen, ist hier auf jeden Fall gegeben. Ja. Die Nebelscheinwerfer sind hingegen hier unten eingelassen in die Stoßstange. Also die findet man dann nicht mit hier oben drin. Und ganz besonders bei der Ausstattung hier haben wir noch, dass die Stoßstange ein bisschen mehr Silber ist als bei der GS-Variante, glaube ich. Da zieht sich dieses Plastik hier noch bis an die Seite hoch. Und hier hat man einfach noch mal ein bisschen mehr Lackfarbe auf der Stoßstange, was ich persönlich... Macht einen eleganteren Eindruck. Ja, Eleganz, schick finde. Wenn wir von der Front vom Opel Astra zur Seite gehen, erkennen wir hier sofort diese Kante, die sich hier unten und am Heck nochmal weiterführt. Die macht einen sehr sportlichen Eindruck, wie ich finde, gefällt mir sehr gut, passt sehr gut zum Look des Fahrzeugs. Und ansonsten haben wir hier unten dann direkt die Felgen, wenn wir bei dieser Kante sind. Das sind 16 Zoll Ganzjahresreifen. Und tatsächlich finde ich das Design der Felge bei dem Auto jetzt ein bisschen underwhelming. Da hätte ich mir ein bisschen was Sportlicheres gewünscht, ein bisschen mehr, ja, ein krasseres Design, sage ich mal. Ja. Gibt es mit Sicherheit auch. Der Vorteil hier ist einfach, dass wenn man mal einen hohen Bordstein hochfährt, dass du dir einfach nicht sofort die Felge versemmelst. Ne? Genau, passt nicht ganz zum Rest des Fahrzeugs. Genau. Vom Look. Ansonsten haben wir hier die elektrischen Außenspiegel, gefällt mir persönlich auch sehr gut. Mittlerweile fast schon Must-Have bei Neuwagen. Ja, ist auf jeden Fall ein nices Detail, das man hat. Ansonsten geht es hier direkt weiter mit dem Chromelement. Das haben wir auch gerade in der Front gesehen. Ja. Und das zieht sich auch nochmal überall durch. Aber auch diese schwarzen Elemente, die man überall wieder findet. Diesen Klavierlack-Effekt haben wir gleich auch nochmal im Innenraum. Die Rückscheiben sind ein bisschen verdunkelt. Und ansonsten Keyless Go hätten wir noch. Genau, hier vorne haben wir Keyless Go. Das Auto ist jetzt gerade schon auf, aber... Glaubt mir einfach, wenn ich euch sage, wenn der Schlüssel in der Nähe ist, dann geht die Tür auch ganz normal auf. Das heißt, ihr braucht den Schlüssel nicht mehr aus der Tasche nehmen, ganz easy. Und zum Abschießen braucht ihr das auch nicht mehr. Da drückt ihr ganz einfach hier auf diese Einkerbung und das Auto lässt sich schließen. Perfekt. Genau. Ansonsten haben wir hier hinten nochmal ein kleines Merkmal, was wir von welchem Fahrzeug kennen. Ein Easter Egg vom Opel Kadett. Falls einer von euch mal den Opel Kadett gefahren ist oder den auf der Straße gesehen hat, erkennt er dieses Element vielleicht wieder. Da hat sich Opel und PSA oder beide einfach überlegt, machen wir noch so ein bisschen einen kleinen Retro-Faktor in das Auto rein und da, finde ich, sieht man nochmal, dass hier auf jeden Fall Liebe drin steckt und genau, dass die beiden sich Mühe gegeben haben, was das Design angeht. Der Opel Astra ist übrigens der Nachfolger vom Opel Kadett. Opel Kadett. Ja. Und sehr sympathisch von der PSA-Gruppe, dass sie dieses Element wieder aufgegriffen haben und es nicht einfach weggelassen haben. Ansonsten war es das zur Seite, würde ich sagen, ja, und kommen wir zum Heck. Ja.
Der letzte Part vom Außendesign ist natürlich das Heck. Und was fällt dir hier als erstes auf? Mir persönlich fällt sofort das zentrierte Opel-Logo auf. Dahinter verbirgt sich auch der Mechanismus, um den Kofferraum zu öffnen. Darunter nochmal der Schriftzug Astra, ja. Auch in Chrom. Ich finde die Rückscheinwerfer sehr nice. Also die gefallen mir sogar noch mal besser als die vorne. Hier hat man auch noch mal dieses Chrom-Element, was man an den Seiten und auch vorne findet. Ich finde das Design super. Ist clean und eingelassen, sehr kantig, passt zum Rest des Fahrzeugs. Da bin ich persönlich aber anderer Meinung. Ich finde die Scheinwerfer schöner. Hier hinten haben wir aber auch Voll-LED-Leuchten, was ein großer Vorteil ist. Ich persönlich mag es, wenn die Scheinwerfer etwas breiter sind. Aber es macht einen eleganten Eindruck. Ist Geschmackssache. Hier oben haben wir noch einen kleinen Dachkantenspoiler mit so einem senkrecht eingelassenen Bremslicht. Das erinnert sehr an den Way Coffee, finde ich, den wir letztens vorgestellt haben. Aber an sich, fällt ein bisschen raus, aber finde ich trotzdem ganz schick. Ansonsten haben wir hier unten noch das Licht für den Rückwärtsgang. Das habe ich so an der Stelle auch noch nie gesehen. Normalerweise bin ich gewohnt, das in den Scheinwerfern wiederzufinden. Finde ich also auch nochmal ganz nice, dass da was anders gemacht wurde als bei den Fahrzeugen, die man so auf der Straße sieht. Außerdem haben wir noch eine abgedunkelte Heckscheibe und hier unten nochmal in Klavierlackoptik so eine Leiste und darunter nochmal so eine Chromleiste. Macht auch hier einen sehr stimmigen Eindruck im Vergleich zum Rest des Fahrzeugs. Ich würde sagen, als nächstes gucken wir uns mal den Kofferraum an. Fangen wir mit den wichtigsten Fakten zum Kofferraum an. In diesem Zustand habt ihr ein Kofferraumvolumen von 422 Liter. Wenn ihr die Rückbank umklappt, habt ihr ein Kofferraumvolumen von 1339 Litern. Und ihr habt nochmal die Möglichkeit, hier über die Mittelarmlehne dieses Fach hier einmal umzuklappen. Dann könnt ihr Skier, Bretter, Besen, was auch immer, verstauen, ohne die ganze Rückbank sofort umklappen zu müssen. Also ist der Trip im Baumarkt easy, wenn du einfach mal ein paar Bretter gekauft hast. Oder 20 Besen oder so. Hast du nicht so viel Arbeit. Was noch auffällt, ist einmal hier die Hutablage, wie gewohnt. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber haben wir auf jeden Fall dabei. Die ist auch groß genug, dass man tatsächlich was drauflegen kann. Ein Hut passt drauf. Ja, hat hier so eine kleine Einkerbung. Dann kommen wir einmal hier zu dieser Kofferraumabdeckung, die man rein theoretisch rausnehmen kann. Mir fehlt ein bisschen, dass man die hier oben einhaken kann. Wir haben noch nicht rausgefunden, ob es geht. Wir glauben, dass es nicht geht. Ansonsten kann man die auch ganz easy einfach hier unten reinlegen. Dann hat man nochmal eine etwas tiefere Kante im Kofferraum. Ja. Das Krasse ist aber, man hat hier unten dann halt noch ein bisschen Stauraum, wenn man die hier oben platziert. Und man hat hier nochmal einen weiteren Boden, den man hochmachen kann, wo dann eben Sachen sind wie, das Warndreieck, der Erste-Hilfe-Kasten und alles, was man braucht, wenn man einen Unfall hat. Wir waren uns nicht sicher, ob das ein doppelter Boden oder ein dreifacher Boden ist. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was davon richtig ist. Das ist vielleicht noch eine Sache, die wir erwähnen können. Wir haben hier keine elektrische Heckklappe, also geht der ganz normal zu via Hand und auch via Hand wieder auf. Kommen wir zur Rückbank des Opel Astras. Fangen wir mit der wichtigsten Eigenschaft an, und zwar Platz. Wir haben sowohl vorne als auch oben ungefähr eine Faust Abstand bei meiner Körpergröße. Ich bin ungefähr 1,84 Meter groß. Ich würde sagen, das ist für eine Rückbank mehr als ausreichend, auch für längere Fahrten. Ansonsten haben wir hier einen Stoffmix. Wir haben hier einmal Kunstlederelemente und hier nochmal so ein Mesh, so ein Stoffmesh. Sieht relativ schick aus. Man erkennt den Look des Fahrzeugs von außen auch im Innenraum wieder. Das Ganze haben wir hier auch an der Seite, einmal links und rechts. Wir haben hier relativ viel Hartplastik, was aber nicht unüblich ist für diese Preisklasse. Ansonsten haben wir hier nochmal Kunstlederelemente und hier nochmal so eine weiße Leiste. Sieht, finde ich persönlich, ganz schick aus. Ansonsten haben wir hier vorne nochmal die Lüftungsdüsen, einen USB-C-Anschluss. Hier oben haben wir Leselichter links und rechts. Ist nochmal ganz praktisch für Leute bei längeren Fahrten, die gerne mal lesen. Einen weißen Dachhimmel. Ich persönlich mag schwarze Dachhimmel mehr, aber dieser weiße Dachhimmel lässt das Fahrzeug nochmal ein bisschen größer erscheinen. Und ja, soviel zur Rückbank des Opel Astras. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir einmal nach vorne gehen und uns das Fahrzeug vorne anschauen. So, kommen wir als nächstes zum Fahrersitz. Ja, was kann man hier sagen? Als erstes fällt mir sofort das riesige Display auf.
Das sind eigentlich zwei Displays, die so ein bisschen geteilt worden sind, aber ich finde die Optik auf jeden Fall schon mal ziemlich nice, dass das ja wirklich einheitlich wirkt und es wirkt super clean. Ansonsten haben wir hier oben noch so eine Gummi-Optik, auch mit so einem schönen Muster drin, was ich echt super finde. Wirkt sehr, sehr hochwertig. Hier gibt es noch so eine gebürstete Stahloptik und auch wieder mit diesen weißen, ja, Elementen, Applikationen, wie man die auch immer nennen will. Hier unten haben wir ein bisschen Hartplastik, das sieht man hier auch an den Seiten, da ist das auch. In der Preisklasse ist das, glaube ich, in Ordnung, aber hier auch an der Seite findet man diese ganzen Materialien wieder, die man eigentlich überall im Auto sieht. Hier in der Mittelkonsole, haben wir ein bisschen Klavierlack. Den finde ich, ja, problematisch, weil man sieht hier relativ schnell fettige Finger drauf oder Fingerabdrücke, was auch immer. Weiß ich nicht, ob das die beste Option gewesen ist, aber ja, sieht auf jeden Fall hochwertig aus, das muss man lassen. Man hat hier, ich würde fast sagen, drei Getränkehalter, zwei größere und einen kleinen. Hier ein kleines Fächlein, was auch nochmal mit so einer Lederoptik überzogen ist. Das kann man hier per Knopfdruck einfach öffnen. Hier sind auch gerade zwei Wasserflaschen drin, also ist auf jeden Fall sehr geräumig, genügend Platz. Dann haben wir hier noch so ein kleines Fächlein, was man aufschieben kann. Hier kann man dann wahrscheinlich seinen Schlüssel reintun. In der vorderen Ebene, sage ich mal, ist induktives Laden. Da kann man dann einfach sein Handy reinlegen. Man hat hier einen 12-Volt-Anschluss, falls man den braucht. Zigarettenanzünder sind ja heutzutage eher selten in Autos. Hier hat man dann zwei USB-C-Anschlüsse, kann also ganz einfach sein Handy laden und auch Apple CarPlay benutzen. Ein kleines Highlight ist noch dieses super versteckte Sonnenbrillenfach. Das kann man auch einfach per Knopfdruck öffnen. Und dann kann man hier ganz versteckt seine Sonnenbrille reinlegen. Die wird niemand finden. Also, falls ihr euch das Auto holt und da eure Sonnenbrille reintut, kann sein, dass man die mal vergisst. Hier hätten wir dann noch das Lenkrad. Finde ich auf jeden Fall, sieht sehr aufgeräumt aus. Ich bin jetzt noch nicht so viel gefahren, den Wagen, aber ich sehe hier auf den ersten Blick, dass man eigentlich ja viele Optionen hat zum Einstellen und alles Gängige, was man so braucht, lauter, leiser, rauf, runter und auch Telefon annehmen. Hier sind die Spurhalter oder die Assistenten, die man einstellen kann. Ansonsten ist der Ring außen mit einer schönen Lederoptik. Hier in der Mitte hat man auch nochmal dieses Chromelement und auch den Klavierlack findet man wieder, sowohl auf den Knöpfen als auch hier unten in dem Steg, nenne ich ihn mal. In der Mitte natürlich das Opel-Logo. Ja, man könnte sagen, hier hat man dann auch nochmal durch diese Klavierlack-Optik immer ein paar Fingerabdrücke zu sehen, aber schick sieht es allemal aus. Wir sind bereits ein paar Meter mit dem Opel Astra gefahren und ich bin das Fahrzeug auch vorher schon etwas öfter gefahren, unter anderem auch etwas längere Strecken bis nach Bückeburg, das sind ca. 200 Kilometer. Und was mir persönlich jetzt nach diesen Erfahrungen auffällt, ist, wie bequem das Auto fährt. Mhm. Also bequem im Sinne von gut abfedert, man ist relativ entspannt auf der Straße, nicht so hart und wie gut man in den Sitzen sitzt. Ja, da kann man auch direkt noch sagen, bei meinem Sitztest gerade auf dem Fahrersitz habe ich nicht erwähnt, dass das hier AGR-Sitze sind und die sollen wohl extra gut für den Rücken sein. Das ist aber tatsächlich nur bei dem Fahrersitz. Der Beifahrer ist, glaube ich, optional und die sind wohl auch ergonomisch zertifiziert. Also ist das nicht nur ein Feeling von dir, sondern die sind tatsächlich wirklich gut für deinen Rücken. Apropos Technik, wir haben hier das sogenannte IntelliDrive 1.0 und das heißt, dass der Astra vollgepackt ist mit Assistenzpaketen. Wir haben hier einen Spurhalteassistent, wir haben ja, alles dabei, was man eigentlich braucht. Du kannst gleich mal auf dem Knopf da drücken und einmal die Modi durchgehen. Ja. Geschwindigkeitsregler haben wir haben Drive Assist. Also das wird wahrscheinlich der Spurhalteassistent sein. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht ausprobiert. Und man kann da in dem Kombi-Instrument auf jeden Fall einiges einstellen. Und ich bin sowieso ein großer Fan davon, wenn das alles digital ist. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe für mich festgestellt, auch wenn ich sage, ich möchte immer alles digital haben, dass diese haptischen Knöpfe hier drin, gerade in einem Auto,
100% sehr vernünftig sind. Einfach, kann ich nur unterschreiben. Weil du nicht weißt auf so einem Display, wenn du da was antatscht, ob das du es wirklich getroffen hast, und dann friemelst du während der Fahrt da rum und hier hast du einfach diese Knöpfe, die du nach oben und nach unten bewegen kannst und damit einfach schnell die Sachen einstellen kannst, die du brauchst. Und auch da am Lenkrad hast du eigentlich alles, was du brauchst an haptischen Knöpfen, ja, lauter, leiser, anrufen, und eben links kannst du die ganzen Assistenten einstellen. Finde ich super nice. Ist also für mich eigentlich die perfekte Kombination aus digital und analog. Ansonsten kann man hier die Systemeinstellungen, ja, man hat einfach, wir gehen jetzt nicht durch alle durch, man hat hier, was man braucht. Jetzt kannst du auch gerade auf der Autobahn mal schön beschleunigen. Man hat auch gehört, man hört den Motor. Oh, jetzt gucken wir auch direkt, wie er in der Kurve liegt. Was sagst du so? Ganz gut, es hat eine relativ lockere Bedienung am Lenkrad. Mhm. Ja, ist relativ locker. Mein Golf ist ein bisschen härter abgestimmt. Mhm. Deswegen bin ich gerade in der Kurve so ein bisschen fast rausgeflogen. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Aber fährt sehr bequem. Wie eingangs erwähnt, fährt man hier sehr entspannt auf der Straße. Was wir gerade noch gehört haben, was mir immer besonders wichtig ist, ist das Geräusch vom Blinker. Das gefällt mir hier sehr, sehr gut, wo du es sagst. Ja, mir gefällt das auch sehr gut. Ich mag dieses digitale Geräusch, warum auch immer. Aber es ist nicht so penetrant, es ist so ein bisschen stumpfer, so ein bisschen dumpfer. Ja. Es hat so ein bisschen Bass irgendwie. Ja. Es ist nicht so ein hochgepitchter Ton, so ein tick, 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 tick. Ja, und ich mag das Geräusch sehr, sehr gerne und dementsprechend hat das den Blinkertest bei mir bestanden. Ja. Ich würde auch schon eine hohe Punktzahl geben. 8 von 10 Blinkergeräusch wäre ein Grund für mich, das Auto zu kaufen oder mir das Auto zuzulegen. Nur wegen dem Blinker. Ja, kommen wir zum Fazit. Was würdest du zum Astra sagen schlussendlich? Ein gutes Komplettpaket, gefällt mir von außen so wie von innen sehr gut. Es gibt kleine Details, die wir erwähnt hatten, die man vielleicht verbessern könnte. Ansonsten aber ein sehr, sehr gutes Komplettpaket. Ja, finde ich auch. Sowohl von außen das Design gefällt mir super, von innen gefällt mir das Design super. Und da lege ich persönlich immer sehr viel Wert drauf, gerade von innen. Das ist ja aufgeräumt, du hast kein viel, also du hast das Beste aus beiden Welten, du hast nicht viel Schnickschnack, digitales Display, analoge Knöpfe, alles aufgeräumt, finde ich geil. Also all in all würde ich sagen, ich würde dem Fahrzeug locker eine 8 von 10 geben. Du? Vielleicht einen halben Punkt weniger. Ja doch, ja, ich nehme dann nochmal zurück. Ich muss ja auch die anderen Autos alle so mit einranken und dann sage ich auch 7,5. Ja. Ich sage 7,8. So, okay, 7,8. Preis-leistungstechnisch aber ein sehr, sehr gutes Paket. Definitiv. Kann man nichts mit falsch machen. Falls ihr also einen Wagen in der Kompaktklasse sucht und ja, seid noch unsicher, hoffen wir, dass das Review euch geholfen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.